Die Anschläge in Brüssel sorgen auch dafür, dass die Menschen hierzulande die Augen offen halten und schnell auf verdächtige Gegenstände reagieren, zum Beispiel herrenlose Gepäckstücke melden. Erst am Abend hat das in Leipzig erneut zu einem Einsatz der Bundespolizei geführt. Er sieht auf den ersten Blick harmlos aus. Doch dieser Rucksack sorgte am Abend in Leipzig für Chaos und Verspätungen im Bahnverkehr. Denn hier in der S-Bahn hatte ihn eine Reisende entdeckt, vom Besitzer weit und breit keine Spur. Der Bahnhof Stötteritz musste deshalb evakuiert werden und die Entschärfer der Bundespolizei anrücken. Wir haben festgestellt, dass nur ganz normale Utensilien wie Trinkflaschen und das ganz Normale mit drin ist, sodass wir hier auch Entwarnung geben können, und haben jetzt diesen Rucksack als Fundsache eingestuft und das übergeben wir dann der Bahn. Die Sache ging also vergleichsweise glimpflich aus. Nach einer Stunde rollten die Bahnen wieder. Anders am Tag zuvor in Dresden. Am Tag der schrecklichen Terroranschläge in Brüssel haben Spezialisten an dieser S-Bahn-Haltestelle einen herrenlosen Koffer mit einem Wassergewehr aufgeschossen. Vorher war nicht zu sehen, dass darin lediglich eine Bohrmaschine und Fischstäbchen lagen. Egal, ob jemand sein Gepäck tatsächlich vergisst oder sich einen schlechten Scherz erlaubt, die Bundespolizei muss schnell handeln können. Das ist ganz normales Prozedere bei herrenlosen Gepäckstücken, wo wir nicht zuordnen können, wo sie hingehören. Also kein Reisender da ist, der sich dann vielleicht noch meldet, ich habe meinen Rucksack vergessen. Dann läuft diese Maschinerie einfach an, weil wir ja nicht wissen, was denn tatsächlich drin ist. Und das können nur unsere Spezialisten feststellen, indem sie das dann röntgen. Spezialkontrolle dieser Art auch am Dienstag am Flughafen Leipzig-Halle. Bei der Routineüberprüfung war ein verdächtiges Gepäckstück aufgetaucht. Der Besitzer wusste nicht, was in dem Päckchen steckte, das ihm eine Bekannte mitgegeben hatte. Nach anderthalb Stunden dann Entwarnung. Um Verspätungen am Flughafen und in Bahnen zu vermeiden, reicht es eigentlich, den allgegenwärtigen Hinweis zu beachten. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.